gute Unterhaltung mit Happy Day wünscht Ihnen der Schreiner Irmacher. Daheim und hier im Studio. Hi, ist das schön. Ah, das tut gut, haben wieder Leute hier im Studio. Schon etwas anderes, ehrlich gesagt. Toll, toll. Die nächste Geschichte, das muss ich voraussagen, die ist vor dem Corona-Lockdown gedreht worden. Dort kommen Menschen vor, die sich sehr nahe kommen, die sich umarmen. Also, falls ihr das etwas komisch findet, das ist Anfang Jahr gedreht worden, vor dem Corona-Lockdown. Es geht um Erika Lechleiter. Sie war geheiratet mit Martin, hat zwei Kinder. Der Martin ist vor 2,5 Jahren gestorben. Relativ überraschend und das ist natürlich eine Katastrophe. Und über das hinaus noch hat dann Erika ein grosses Problem gehabt beim Umbau des Hauses, das Martin eigentlich selber machen wollte. Das ist eine Liebesgeschichte, die wir euch jetzt erzählen, die vor mehr als 20 Jahren angefangen hat, 1998, wo sich Erika und Martin kennengelernt haben. Die Erika ist in Schweden in der Ferien und lernt an einem Midsommerfest Martin kennen. Er ist in Schweden aufgewachsen, seine Eltern sind Schweizer. Die zwei verlieben sich und nach einem Jahr zieht Martin in die Schweiz. 2009 findet die zwei zu Meeresschwand ihr Traumhaus. Mit dem Hauskauf war es schon eigentlich so ein Schritt in die Richtung. Wir haben gewusst, wir wollen Kinder und hoffentlich klappt es. Und darum haben wir auch Platz für Kinder, dass sie Auslauf haben und ja, sich gut bewegen können. Es gibt aber noch einiges zu tun in dem dreistöckigen Haus. Die zwei freuen sich darauf, viel selber zu machen und ziehen schließlich ein. Aber schon nach kurzer Zeit werden ihre Pläne über den Haufen geworfen. Wir haben eigentlich noch ziemlich viele Zügelkisten und so überall gehabt und haben das langsam schauen, wo wie was hin. Und dann hat ja mein Mann die erste Hirnblutung gehabt. Dann haben wir eigentlich abrupt ist er auf der Intensivstation gelandet und ziemlich viel. Es ist einfach so gestanden, wie es war. Also da in der Stube mag ich mich noch gut erinnern, sind Kisten gestanden und ich einfach keine Kraft gehabt, das einzuräumen. Und habe ja nicht gewusst, überlebt er das oder wie überlebt er es, wenn er überlebt. Und dann ist eigentlich wirklich eine Zeit gekommen, wo es einfach nicht so vorwärts gegangen ist. Also im Vorfeld haben wir sehr viel machen müssen und nachher ist einfach ja ist Ruhe gewesen, ist einfach. Wir mussten zuerst schauen, wie das mit seiner Krankheit geht. Erholt er sich und was mag er machen? Und ja, ist es einfach ein bisschen gestanden. Nach der Hirnblutung muss Martin wieder neu lernen reden und laufen. Jede körperliche Anstrengung fällt ihm schwer. Trotzdem kämpft er sich langsam zurück in den Alltag. 2012 feiern Erika und Martin ihre Traumhochzeit und 3 Jahre später kommt mit Lars ihr Wunschkind auf die Welt. Das ist mehr als ein Sechser im Lotto, weil wir uns so gefreut haben. Und einfach, es ist auch irgendwie die Hoffnung wieder da und es schweißt mehr zusammen. Und ja, das war schon irgendwie wieder ein Neustart auch gewesen und wir haben uns riesig gefreut. 2 Jahre lang sind sie zu dritten. Dann macht Lins Familienglück komplett. Sie ist erst ein paar Monate alt, wo sich am 6. Dezember 2017 alles auf einen Schlag verändert. An diesem Morgen war mein Mann krank. Er war eigentlich schon die ganzen letzten Tage immer ein bisschen krank. Er hat immer wieder probiert, zu arbeiten. Irgendwann habe ich gefunden, nein, es ist gescheiter. Er tut sich mal richtig erholen, richtig ausschlafen. An diesem Tag ist Erika mit den Kindern unterwegs. Als sie heimkommt, findet sie Martin leblos im Bett. Er hat wieder einen Hirnschlag gehabt. Der Rettungsdienst war wahrscheinlich schnell da gewesen, aber für mich, ich habe immer am Telefon gesagt, dann kommen sie endlich, weil irgendwann ist dann der Lars wieder ins Zimmer raufgekommen. Ich wollte einfach nicht, dass er den Anblick noch hat. Der Rettungsdienst ist seelenruhig reingekommen und ich habe noch gefunden, ihr müsst doch rennen. Ihr müsst doch rennen und eben, eigentlich war es klar gewesen, ja. 3! Martin hinterlässt eine riesige Lücke.
Der Lars ist damals 2 und versteht nicht, wo sein Papi ist. Er hat sich immer so gefreut, wenn er heimgekommen ist. Das war einfach das Schönste, wenn der Lars am Fenster gestanden ist oder am Balkon und dann langsam konnte reden, dass Papa, Papa. Das ist einfach mitten durchs Herz. Und, mein erster Gedanke war, ich halte es nicht aus, ich muss raus. Und dann irgendwann kommt man ein bisschen zur Besinnung oder Ruhe, merkt ich, aber das ist auch aus dem Heim der Kinder. Das merkt man dann anhand von Reaktionen von Lars. Und er sagt, meine Mami das und ihre Spielsachen, ihre Zimmer. Und man sagt, das ist doch, es ist unser Zuhause. Und wir suchen jetzt einfach einen anderen Weg. Seit dem Tod von Martin hat Erika nie mehr im Schlafzimmer im oberen Stock übernachtet. Es ist völlig klar, dass ich nicht mehr in das Schlafzimmer gehe. Das habe ich einfach nicht geschafft. Das ist zu belastend. Aber wir haben ja das grosse Zimmer unten und da bin ich in der Nähe der Kinder. Und wenn sie etwas brauchen oder Angst haben, dass sie einfach wissen, sie dürfen kommen. Und trotzdem, dass wir probieren, dass jeder wieder sein Zimmer hat und dass jeder selber wieder irgendwie zur Ruhe findet. Und eigentlich war sehr viel Vorfreude gewesen, das Zimmer zu gestalten. Bis dann die Überraschung da war, mit dem, dass es ein bisschen Schimmel hat, ein bisschen feuchtelt und wir das nicht herausfinden konnten, woher kommt das, ist das schlimm oder nicht. Und dann war eigentlich ja der riesen Dämpfer da gewesen, und es ist wieder alles gestanden, wie so oft im Leben. Erika weiss nicht, wie sie das Problem alleine lösen soll. Ihr fehlt das Fachwissen und Kraft, sich um den Umbau zu kümmern. Irene ist eine gute Freundin von Erika. Sie hat uns geschrieben und heute dafür gesorgt, dass Erika trotz ein paar Terminen über den Mittag zu Hause ist. Gut, hey, danke vielmals, dass du dich so ins Zeug gelegt hast. Also, was ist jetzt der momentane Stand? Also, mein Mann ist jetzt bei ihr am Mittagessen und sie hat das Gefühl, ich mache jetzt Hausarbeiten zu Hause. Und ich komme einfach zum Kaffee, bevor sie zum Optiker geht. Bevor sie zum Optiker geht. Jetzt genau. Müssen wir sie des Besseren belehren, dass der Optiker nicht ausfällt. Wenn wir los. Ja. Zeig mir, was durchgeht. Ja. Hallo! Hoi zusammen! Wo ist Mami? Miteinander! Da oben? Du bist der Lars, gell? Hallo! Hä? Da hinten, neben da? Seht ihr da? Hoi! Nein, so Kraftausdrücke braucht man nicht! Du bist so. Du hast Stegen neben, sonst gehst du noch Stegen neben. Ja, ich war brutal baff, vor allem weil bei mir im Kopf das erste abgegangen ist. Ich habe die Termine, ich habe doch eine Sitzung und das läuft jetzt da. Was ist eigentlich los? Jetzt darfst du mal durchschnaufen, es ist alles so weit organisiert. Ja. Es haben alle Bescheid gewusst, es war nicht so einfach mit dir. Aber jetzt sind wir da und du hast wirklich von nichts gewusst, dass man. Du bist der Lars. Hoi, Sally, Kiki, freut mich. Danke fürs Türen aufmachen. Hast du aufgemacht? Ja. Wir gehen mal auf. Dort hat es nämlich noch mal ein paar Kinder und die wollen dann auch noch zu ihrer ja, Mami. Gell? Sie sind alles am Spiel. Es ist alles um den Boden. So muss sie. Ja, ich kenne mich das. Oh, schau, ich kann immer noch die Schuhe. Gott, da kann ich rum. Ja, das glaube ich. Du, aber so ist es bei Happy Days. Kommt alles gut, gell? Jetzt tun wir doch einfach mal schnell noch einen Blick. Oh. Ja, ihr dürft einfach aufgehen. Oh, ja, ich muss mich zuerst ein bisschen. Kommst du aber mit? Ja, ich komme auch mit, ja. Oder willst du dich zuerst noch ein bisschen allein sammeln? Nein, da kommst du nicht. Kommen wir einfach. Ganz lieb, was du schon aufhörst. Steigen. Genau. Irene und ihre Mann, der Kevin, haben Erika in den letzten 2,5 Jahren unterstützt, wo es nur geht. Aber die Probleme im Haus konnten auch sie nicht lösen.
Das wünschen sie sich jetzt von Happy Day. Tiren hat das ja geschrieben und auch die Situation beschrieben und ein bisschen von deiner Geschichte erzählt. Und du hast wahnsinnig schwere, harte Jahre gehabt. Es ist klar, dass auch daheim einiges dann liegen geblieben ist. Ich wollte fragen, ob ich mal einen Blick in die verschiedenen Zimmer, in deine Räumlichkeiten werfen darf. Ja, das darfst du machen. Darf ich? Ja. Das ist dein Schlafzimmer. Ja, oder war. Da mein Mann in diesem Bett gestorben ist, bin ich nicht mehr da hingegangen. Ja. Ich habe das irgendwie nicht mehr geschafft. Ja. Verstehe ich. Wo schlafst du jetzt? Jetzt habe ich mir eine Matratze geholt und tue die einfach in die Stube an. Da habe ich dort den Fernseher, dass ich einfach manchmal wirklich gedanklich einfach abfahren und irgendetwas anderes studieren. Ja. Was ist denn der Plan? Also, du wirst ja jetzt nicht können, die nächsten Jahre einfach auf einer Matratze im Wohnzimmer schlafen. Nein, die Idee wäre jetzt eigentlich, dass ich das Zimmer, das unten ist, wo die Kinder ihre Zimmer haben, das Reservezimmer, dass ich das als Schlafzimmer haben könnte, damit ich auch in der Nähe von den Kindern bin. Und wenn sie in der Nacht nicht schlafen können, Angst haben, halt einfach auch einen näheren Weg zu mir haben. Aber dort grauelt. Ich weiß nicht, was hinter diesen Wänden los ist. Und jetzt ist alles ein bisschen stocken geraten. Mit was muss man machen? Ich wollte einen neuen Boden rein tun. Ich wollte selber streichen, hatte ich die Idee gehabt. Und bis ich merkte, ja, es bringt nichts, wenn ich einfach etwas drüber streiche, wo dann vielleicht nachher. Schauen, woher das kommt. Ja, genau. Darf ich das mal anschauen? Das Zimmer? Kannst du mir das zeigen? Ja. Lass ich dich voraus. Danke. Das ist jetzt das Zimmer. Man schmeckt es ein bisschen, gell? Wie so ein bisschen feuchtelt. Ja, genau. Wir haben dort hinten so ein Teil entdeckt. Darf ich schon? Und dort habe ich jemandem gesagt, soll bitte den Teppich rausschneiden, dass das Teil wenigstens weg ist. Ja. Und also ja. Der Teppich war befallen, was schimmelig. Der hatte so ein bisschen Flecken gehabt. Ja. Also nicht fest, aber hat es gehabt. Ja, wie weiter? Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Und immer wenn ich mal wieder ein bisschen Luft habe, denke ich so, jetzt packe ich das mal wieder an und lasse eine Offerte kommen, wo ich nicht weiss, muss ich jetzt noch jemand beiziehen oder nicht. Und dann muss ich mich einfach wirklich auf die Seite schieben. Ich denke, das ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt, dass ich das mache. Jetzt muss ich mich einfach ums andere kümmern. Das ist das Zimmer von, wenn ich Rosa sehe, von der Linde in dem Fall. Das ist von der Linde, ja, genau. Ajö. Das ist der Martin, die Mann. Ja. Jetzt sind wir noch komplex, ja. Die Zimmer von der Lin und dem Lars hat Martin vor seinem Tod noch neu renoviert. Da stecken viele schöne Erinnerungen an ihn drin. Ich glaube, der Lars und Lin, die vermissen dich schon. Wenn wir mal noch mal zu den Kindern rauf. Ja. Wo sind sie? Auf der Terrasse? Auf der Terrasse gegangen. Okay. Es ist klar, Erika braucht Hilfe, damit es endlich einen grossen Schritt vorwärts geht für sie und ihre Kinder. Hallo miteinander. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Danke vielmals fürs Zeigen. Ich finde, du hast meine vollste Bewunderung für das alles, was du da leistest, was du da stemmst, allein mit diesen zwei kleinen Kindern, die ja an sich schon ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und Arbeit brauchen. Und dass du dich ihnen anstellst und schaust, dass alles so reibungslos läuft für die zwei. Gell? Das ist unglaublich. Du hast ja auch erst gerade Geburtstag gehabt. Und darum habe ich gedacht, ich informiere Andrin, dass jetzt mal vorbeikommen soll. Und nicht, um dir ein Ständchen singen oder um für dich tanzen, sondern um die Räume abmessen. Weil, herzlich willkommen bei Happy Day. Wir bauen bei dir um. Du hast das mehr als verdient. Danke vielmals. Danke dir. Bitte, bitte. Es ist noch schwierig. Eigentlich habe ich jetzt Tausende von Fragen und denke, was machen sie jetzt und wie sieht es nachher aus? Und gleichzeitig weiss ich einfach, ich muss mich jetzt zurücklehnen, ausblenden und einfach machen lassen. Das, was ich sonst im Alltag eigentlich nie kann, einfach zurücklehnen und Zügel aus der Hand geben, dass ich das jetzt einfach annehme und ja, das über mich wirken lassen, mich überraschen lassen.
Ja, was macht es? Das ist die Frage. Ich kann so viel schon verraten. Das ganze Umbauteam rührt das mal mit den grossen Kellen an. Es wird recht viel passieren. Der zweite Teil dieser Geschichte später in der Sendung. Und jetzt geht es um Erika Lechleiter. Das ist der Umbau von heute. Wir haben den ersten Teil gesehen. Der Mann ist gestorben, die beiden kleinen Kinder sind hier. Viel Arbeit. Und der Umbau vom Haus ist einfach nicht weitergegangen. Und jetzt ist das Team gekommen. Und ich kann nicht so viel schon mal verraten. Ich habe gesagt, sie richten mit der grossen Kelle anrichten. Aber angefangen hat es eigentlich ganz normal. Ein paar Tage nach der Überraschung geht Andrin auf den Meeresschwand. Er will sich ein Bild von der Familie und vom Haus machen. Hoi, bist du Lin? Ja. Ich bin Andrin, darf ich reinkommen? Hui, da rennt jemand. Hallo, miteinander. Hoi. Hoi, zusammen. Salin, Erika, Andrin. Wie geht's so? Gut, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auch, sehr. Darum bin ich auch hier. Ich möchte mir schon mal einen Überblick verschaffen. Dürfte ich mal die Zimmer anschauen? Auf jeden Fall. Eins ist, glaube ich, oben, gell? Eins oben und eins unten. Also, dann gehe ich mal ein bisschen messen und lass dich essen, bevor es kalt wird, gell? Hä? Also, bis nachher. Ja, ciao. Danke. Wenn man weiß, was in diesem Zimmer passiert ist, hat man schon ein beklemmendes Gefühl, wenn man hier innen steht. Und ich kann auch hundertprozentig nachvollziehen, dass Erika hier nicht mehr schlafen möchte. Also, das geht wirklich nicht. Jetzt könnte man doch eigentlich hier oben Spielzimmer bauen und so, jetzt rein vom Raum her wird das eigentlich echt gut funktionieren. Das Zimmer zu unterst soll der Erika ihr Schlafzimmer werden. Aber da innen schimmelt es und niemand weiß wieso. Es schmeckt schon, wenn man reinkommt. Und ich habe es jetzt auch gesehen, hinter dieser Tefelwand fürchtet es einfach. Und dann müssen wir jetzt auf den Grund. Der Andrin holt sich Unterstützung von Thomas, unserem Experten für den Innenausbau. Zusammen wollen sie herausfinden, woher die Feuchtigkeit im Zimmer kommt. Vielleicht von außen durch die Fassade. Aber da scheint alles fachgerecht gemacht zu sein. Also muss der Grund im Haus liegen. Der Thomas will hinter die Tefelwand schauen, die der Vorbesitzer vom Haus eingebaut hat. Ja, okay. Das war jetzt aber einfach. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Sieht nicht so dramatisch aus. Nein, aber ich bin schockiert. Wieso? Und jetzt ist es effektiv so, dass man hier einfach den grossen Bausünden, die es gibt, gemacht hat. Man hat die Dampfsperre auf die falsche Seite hier. Aber viele Laien, die irgendetwas umbauen, die haben das Wissen nicht, dass die Dampfsperre auf die warme Seite muss, immer, und nicht auf die Seite, wo man das Gefühl hat, ist feucht. Sonst gibt es eben dort hinten nachher Kondenswasser, und sprich eine feuchte Isolation, und dann wird plötzlich die ganze Wand feucht, der Teppich wird feucht, und dann hat man das Gefühl, da rinnt es irgendwo. Da können Unmengen von Wasser als Kondenswasser anfallen in so einer Heizsaison. Für mich ist klar, ich gehe den Schreiner holen, dass wir das rausbrechen können. Super. Perfekt. Los geht's. Und was halt jetzt hier schwierig ist, sprich zeitaufwendig, wir müssen die ganze Wand zuerst trocknen, die Betonwand, sonst können wir gar nicht aufbauen. Sonst haben wir die Feuchtigkeit immer noch drin. Trocknen braucht Zeit. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das ins Terminprogramm einbringen, dass wir auch nicht irgendwie eine dreimonatige Baustelle haben. Der Andrin kümmert sich unterdessen um das Konzept für die neuen Zimmer. Jetzt, als er Erika kennengelernt hat, hat er ganz konkrete Ideen. Ich glaube, dass Erika nach dem Tod von Martin in eine Art Schockstarre geraten ist. Sie hat die letzten zwei Jahre nur noch funktioniert, sich um Kinder kümmert. Aber jetzt ist, glaube ich, langsam Zeit, dass sie sich auch wieder mal um sich selber kümmert. Dass Erika ihr Kind über alles liebt und sie ihr natürlich auch Halt gibt in dieser schweren Zeit, spürt man im ganzen Haus. Es hat überall Spielsachen, was auch toll ist. Aber das neue Schlafzimmer von ihr soll wirklich ein Ort für sie werden. Es soll ein Rückzugsort werden, es soll ein Ort werden, wo sie Kraft tanken kann, zu sich selber kommen. Und ich weiss, der Begriff ist ein bisschen arg strapaziert, aber es soll eine Wohlfühloase werden. Der eigentliche Umbau zum Meeresschwand fängt erst in ein paar Wochen an. Aber das Zimmer muss trocknen und Erika braucht es momentan einen Weg nicht. Darum reissen unsere Handwerker heute die Holzverkleidung und die falsch montierte Dampfsperre raus. Ich bin total überrascht. Das ist noch viel schlimmer, als ich zuerst befürchtet habe. Die Gipsplatte die kann man mit einem Finger verbrösen, die ist fast nass. Das ist natürlich bauphysikalisch wirklich eine Katastrophe. Und jetzt heisst es für uns, wo wir das Gefühl haben, das ist ein lockerer Umbau, da heisst die ganze Wand weg.
dass man von hinten auch sauber aufbauen kann. Sonst geht das hier wieder. Etwas, das bauphysikalisch nicht verhebt. Fast zwei Jahre lang hat Erika probiert, das Zimmer bewohnbar zu machen. Hat Experten gekommen und das Problem trotzdem nicht lösen. Ich bin froh, dass wir den Grund für die Feuchtigkeit gefunden haben und ihn ein für alle Mal aus der Welt arbeiten können. Ihr hat mich wieder überrascht. Es geht alles schneller, als man denkt. Aber eigentlich cool, wenn das Zeug wegkommt und wenn es vorwärts geht. Ich finde es cool, weil die Wand rausgerissen haben. Heute können wir unsere Baustelle offiziell eröffnen. Wegen dem Corona-Lockdown aber erst sehr viel später als ursprünglich geplant. Wer hätte gedacht, dass wir erst drei Monate, nachdem wir schon mal da waren, wieder auf die Baustelle dürfen? Doch heute ist es endlich soweit. Wir sind wieder in Meereschwand und dürfen endlich loslegen und Erika und ihren zwei Kindern ihren grossen Traum erfüllen. Ich kann es kaum erwarten und der Rest sicher auch nicht. Da sind sie ja schon, mein Lieblingsumbauteam. Hast du noch etwas anderes? Gut, bin beruhigt. Jetzt sind wir wieder da. Schön, euch wieder zu sehen. Hallo miteinander. Ja. Geht es allen gut? So wie schon, super. Schlüssel habe ich schon bekommen. Super. Gibt es irgendetwas, das wir noch beachten müssen? Ja, wir müssen natürlich halt die Vorschriften halten. Aber sind wir uns von gewöhnt. Da machen wir eigentlich von recht gut. Okay. Und ihr seid ja kurz vor dem Lockdown schon mal noch da gewesen und genau. Habt die Wand bearbeitet, oder? Richtig, wir haben sie von außen gerissen, zum Glück. Sie war schon richtig nass gewesen. Wir konnten alles ausreißen und jetzt hat es schön trocknen, oder? Definitiv ist sie jetzt trocken, nehme ich an, nach drei Monaten, oder? Jetzt müsste sie trocken sein, wir müssen es aber noch anschauen. Also, dann gehen wir doch gleich schauen. Gerne. Wenigstens etwas Gutes hat der Lockdown gehabt. Die Wand ist trocken. Jetzt können wir das neue Schlafzimmer von Erika in Angriff nehmen. Erika und ihre Kinder sind für zwei Wochen ausgezogen. Jetzt können wir Gas geben. Das ehemalige Schlafzimmer von Erika und Martin soll neu ein Spielzimmer für Lin und Lars werden. Darum muss alles raus. Im neuen Schlafzimmer von Erika müssen wir sicherstellen, dass es in Zukunft nicht mehr schimmeln kann. Wir sind jetzt hier am Aufbauen von dieser Dampfsperre, dass es wirklich perfekt gemacht ist. Im Randbereich bauen wir mit dem elastischen Band auf, damit wir wirklich alles sauber zuwenden. Jedes kleinste Löchel gibt dann wieder Wasser und dann haben wir wieder eine feuchte Wand, das wollen wir verhindern. Und dann bauen wir hier weiter auf, mit dem, auf die Dampfsperre mit der Dampfbremse. Das ist dann eine Folie, die dann hier weiter gezogen wird. Und tun das dann nachher mit dem speziellen Klebband, weil der wasserfest ist, sauber verbinden. Und dann ist nachher auch eine Ebene bis oben, die sauber dampfdicht ist. Erst wenn die Dampfsperre perfekt passt, können die Handwerker weitermachen und sich dem Projekt Wohlfühloase widmen. Auch der Thomas ist auf einer Spielmission. Die Schreiner bauen für das neue Spielzimmer ein paar außergewöhnliche Möbel und Dekoration. Wir haben in der Schreinerausbildung gehört dazu, dass man lackieren kann. Das ist ein Teil, der mir eigentlich am meisten Freude gemacht hat. Man sieht so, was geht. Was die Schwierigkeit ist, man muss Erfahrung sammeln. Jetzt hier, wo wir hier gerade lackieren, ist sehr heikel. Man tut den Kanten lackieren und die Fläche. Man muss immer schauen, dass nachher die Soße nicht abläuft und dass es nicht zu viel drauf hat, aber gleich genug. Es ist nicht ganz so einfach, aber es macht Spass. Die Erika und ihre zwei Kinder sind während dem Umbau in einem Ferienort in der Innerschweiz. Weit weg von allem, was man noch dringend machen und unbedingt erledigen sollte. Erika kann abschalten und die Kinder geniessen es auch. Ich habe Erika zuletzt vor dem Lockdown gesehen. Mich nimmt es Wunder, wie sie diese Zeit allein überstanden hat. Ich kann mir vorstellen, die letzten Wochen war für dich sicher auch nicht einfach. Also. Ja, ich habe es unterschätzt. Ich habe zuerst gedacht, ja, es ist für mich auch nicht so viel anders. Ich weiss ja, wie es ist, wenn man allein ist mit zwei Kindern. Aber es ist ein Unterschied, wenn niemand mehr kommt, niemand mehr hütet, nicht einmal für eine Stunde. Ja, irgendwann ist das einfach zu viel geworden. Dann ist wahrscheinlich auch noch vieles zusammengekommen. Also es ist auch noch die Phase, in der du noch alles rausräumen musst. Aber hat es vielleicht etwas
reinigend für dich? Also, ja, dass du das kannst verarbeiten. Das hat es schon auch gehabt. Also gewisse Sachen, ich habe gemerkt, weil ich meine, es ist ja doch schon Zeit her, dass es auch häufig besser geht. Dass ich dann jetzt wie weiss, hey, das muss ich einfach nicht auf die Seite tun. Das braucht niemand mehr. Das nützt einfach nichts. Wo ich gut konnte und dann liegt es aber genau im Detail. Dort, wo man denkt, ja, jetzt habe ich nur noch das Nachttischchen, wo ich räumen muss. Und genau dort hat es Sachen drin, die einfach... Ja, was dann eben, es liegt im Detail. Und ich habe dann auch eine Pause gebraucht und gesagt, jetzt kann ich es gar nicht mehr anlangen. Und trotzdem irgendwann ist es gegangen, dass das Zimmer leer war. Aber ich freue mich total, dass da einfach eine neue Richtung eingeschlagen wird. Und ich darf Sachen loslassen und einfach so ein bisschen auch positiver in Zukunftsblick. Ich kann nicht immer mit Altlasten rumlaufen, das freue ich mich enorm. Ja. Am nächsten Morgen müssen die Arbeiter im Garten warten. Dafür geht es im Haus mit grossen Schritten vorwärts. Bei der Gestaltung des Spielzimmers habe ich mich vom Garten inspirieren lassen. Es soll ein Raum werden, wo sie quasi im Garten spielen können, auch wenn es draußen regnet. Es wird ein Rasenteppich verleiht, es gibt einen weißen Gartenzaun, es fasst einen Baum mit einer Gierheizung dran, einen grossen Tisch wird es geben, wo sie malen und basteln können. Und es gibt drei Spielhäuschen, die die Schreiner gebaut haben. Nichts erinnert mich daran, dass dieser Raum unter dem Dach einmal das ältere Schlafzimmer war. Im Zimmer im untersten Stock sind die grundlegenden Arbeiten erledigt. Ich habe für das Schlafzimmer eine ganz harmonische Farbwelt kreiert. Es gibt ein Nussbaumpaket, wo man einen Fischgrab verlegt und dazu zwei Farbtöne, so ein helles Grün-Blau und ein Terrakotta. Endspurt auf der Baustelle. An allen Ecken werden noch die letzten Aufgaben erledigt. Der Sitzplatz wird mit einer neuen Storen überdacht. Und der Garten mit einem Rollrasen zugedeckt. Das Spielzimmer unter dem Dach wird zum Kinderparadies. Und im Schlafzimmer wird der Teppich ausgerollt, den Andrin entworfen hat. Der auf dem Sitzplatz ist natürlich wasserfest und wird von Petrus gerade sofort getestet. Das Fazit von diesem Umbau ist, Garten ist immer ein Risiko. Wir haben Regen. Gott sei Dank haben wir den Garten aber fertig machen. Ich glaube, das wird wirklich eine grosse Überraschung für die Erika sein, die ja eigentlich keine Ahnung hat, dass wir den Garten auch noch machen. Noch die letzten Handgriffe vor dem Finale. Und jetzt bin ich gespannt, wie die drei auf unseren Umbau reagieren. Sie kommen! Hallo! Hallo miteinander! Haben Sie noch ein ganzes Empfangskomitee mitgebracht? Ja. Das ist ja wahnsinnig! Sie haben das irgendwie verfolgt. Verfolgt? Also, wenn ihr parat und installiert seid, schlage ich vor, dann gehen wir rein schauen. Ist gut? Ja! Ja! Das klingt doch nach Vorfreude. Also, komm! Gehen wir schauen. Das alte Schlafzimmer war mit viel Schmerz und Trauer verbunden. Erika hat schon lange nicht mehr hier geschlafen. Darum hat dieser Raum jetzt ganz eine neue Aufgabe bekommen. Ja. Das Zimmer hat mich fast umgehauen, weil es so eine andere Welt ist. Ich hätte mir das nicht ausmalen, dass man so etwas machen kann. Und nichts, aber auch gar nichts erinnert an das vorherige Zimmer. Das ist von der Decke über den Boden, über alle Wände, über alle Gegenstände ist es komplett. Es ist eine neue Welt, es ist nicht ein neues Zimmer. Und das tut mega gut. Und so fröhlich, so für die Kinder. Und, aber auch für mich. Ich will dann auch dort sein und aufs dritte Seil gehen. Extrem schön. Wie fühlt sich's an, Lars? Lin, wie ist es?
Und hast du gesehen, wo die Schaukel hängt? Schau mal. An dem Baum da. Jetzt haben wir einen Baum im Haus drin. Da ist sicher kein nächster Baum. Nein, fast wie ein echter. Hier könnt ihr spielen, und malen und basteln. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Ziemlich anders als vorher. Jetzt habe ich heute vor allem mit den Augen meiner Kinder geschaut und einfach gesehen, ja, wenn sie so zufrieden sind und glücklich und so unbeschwert. So Tage haben wir manchmal, ja, haben wir nicht immer. Und ich denke, dass jemand oben durch mitschaut und auch Freude wird haben über die unbeschwerten Kinderaugen. Lars, du hast ja vorher so gut gesagt und gefragt, wo ja eigentlich deine Mami schläft, wenn ihr jetzt das Spielzimmer drin habt. Mhm. Und da haben wir uns natürlich schon etwas überlegt. Wenn wir mal schauen, was Mami ab jetzt schläft? Ja! Ja. Super, kommen wir da alle mit. Gut. Ich glaube, in der Nähe von uns nicht zwei Zimmer, aber ich weiß nicht, ob es auch wirklich stimmt. Dann gehen wir mal schauen, ob es stimmt. Dann gehen wir mal schauen, wir das Geheimnis mal lüften. Der Raum gerade neben den zwei Kinderzimmern war unbewohnbar. Jahrelang hat Erika gegen die Feuchtigkeit und den Schimmel hier gekämpft. Das Problem haben wir jetzt gelöst. Und nicht nur das. Ui. Ui, was sehen wir denn da? Yes! Eigentlich ist es nicht einfach ein Schlafzimmer. Es ist wie ein Wohnzimmer auch noch. Es hat einfach alles da innen. Also, es ist viel mehr als nur ein Schlafzimmer und wunderschön gemacht. Und ja, es ist fast ein bisschen zu viel im Moment. Ich würde es noch müssen verdauen und einfach eintauchen in das Neue, in die Suite. Ich sage jetzt mal, es ist eine Suite. Und wie liegt sich's? Ja! Gut! Meinst du, da kommst du ein bisschen zur Ruhe? Jetzt? Oh. Nur noch zur Ruhe? Das kann ich sagen, das ist so ein bisschen mein Reich, wo ich mich ein bisschen zurückziehe und vielleicht einfach einen Moment mal ein bisschen in mich kehren und Ruhe finden. Und ja, das bedeutet mir extrem viel. Wir haben jetzt eine Überraschung für euch zwei. Lars und Lin, wir haben eine Überraschung für die Mami. Und jetzt haben wir noch eine Überraschung für euch alle drei. Miteinander? Tada! Noch mal eine. Mögen wir euch noch eine Überraschung? Mögen wir noch? Ja! Um den Garten hat sich Erika seit dem Tod von Martin kaum kümmern. Sie hat keine Ahnung, dass wir auch hier noch ein bisschen etwas gemacht haben. Eins, zwei, drei. Oh, ist mega schön. Entschuldigung, aber ich habe gesagt, ihr habt eine Ecke da. Es ist fast ein bisschen viel. Es ist wie so ein Ferienparadies. Also ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das unsere Terrasse ist. Ein schönes Ambiente. Jetzt freue ich mich mega darauf, dass wir den Sommer draußen verbringen und Brötchen spielen und es einfach geniessen. So wie im Paradies. Rein. Aber ich habe gar noch nicht alles gesehen. Es hat so viele Sachen. Also komm, das gehen wir ist mal weiter. Ja. Ich glaube, für sie war es immer ihr Zuhause. Ich glaube, sie haben das mit anderen Augen gesehen. Es war ja für mich schwieriger zu verarbeiten mit all den Erinnerungen und Emotionen. Aber ich glaube schon auch, dass sie das spüren, dass das mir auch gut tut. Dass ich mich einfach wohler fühle. Und auch, ja, dass es einfach so weitergeht mit all diesen positiven Gedanken, Gefühlen und
dass es Leute gibt, die uns helfen und wir eigentlich nicht allein sind und die Leute, die auch Freude haben mit uns. Ich glaube, dass das uns extrem bereichert und weiterbringt. Hallo! 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 Schön, euch wiederzukommen! Also, das ist für mich das Schönste, weil kein Haus ist schön, wenn man allein ist. Und einfach Freunde, Nachbarn da zur Familie, das macht sehr Spaß. Das hat mich richtig gefreut. Und eben die Terrasse bietet ja alles. Man kann einfach hinsitzen, es ist alles um. Und ich habe irgendwie so eine Leichtigkeit gefühlt, nicht immer die Last. Und ja, weil alles so ein aufgeschoben ist und ich nicht erledigen musste. Und irgendwie hat es sich einfach leicht angefühlt. Und die Leute sind gerade in das reingetaucht. Und ich freue mich jetzt extrem, ja, dass ich die Leute wieder einladen kann. Und dass ich das mit meinen Freunden teilen darf und mit Familie und Nachbarn. Und auf ganz viele schöne Stunden im neuen Zuhause. Auf danke dich. Vielmals. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl miteinander. Danke vielmals. Ja, ganz viele schöne Stunden, schöne Tage, Wochen, Jahre wünschen wir Erika und ihren Kindern im neuen Heim. Ganz herzlichen Dank Chardin Suisse, der uns unterstützt bei dem Umbau, unseren Partner VSSM. Und einen grossen Dank einmal mehr Kiki, Andrin, Thomas und dem ganzen Umbauteam. Euch einen Applaus hier aus dem Studio.